Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist Ihre Emma Stapel und ich melde mich heute aus Gutmannshausen bei Erfurt, wo wir das Lesertreffen der Zeitschrift Umwelt und Aktiv besucht haben. Ökologische Fragen werden leider allzu oft mit den Grünen in Verbindung gebracht, obwohl diese Partei viele ihrer früheren Positionen längst auf dem Alter von Gender-Ideologie und Multikulti geopfert hat. Gerade beim Thema Überbevölkerung und Ökologie, dem Schwerpunkt dieser Tagung, wird dies sehr deutlich. Wir haben uns die Vorträge angesehen, mit Referenten gesprochen und stellen Ihnen natürlich auch die Zeitschrift Umwelt und Aktiv vor. Sehen Sie im folgenden Beitrag, dass Ökologie nicht zwangsläufig links sein muss. Der große Saal im Gutshaus der Gedächtnisstätte Gutmannshausen bot den perfekten Rahmen für das erste Lesertreffen der Zeitschrift Umwelt und Aktiv. Die wechselhafte Geschichte des ehemaligen Ritterguts, auf dem der Verein Gedächtnisstätte e.V. im Jahr 2014 einen Ort der Erinnerung an die deutschen Opfer von Krieg und Vertreibung errichtet hat, umriss der Vereinsvorsitzende Klaus Wolfram Schiedewitz in seinem Grußwort zu Beginn der Tagung und nahm sich auch für DSTV etwas Zeit, um das Projekt vorzustellen. Die ganze Konzeption ist so, dass wir zunächst mal gesagt haben, wir müssen an die Opfergruppen denken und die haben wir dann analysiert und daraus sind dann 12 Granitsteine geworden, die also an die verschiedenen einzelnen Opfergruppen erinnern. So, das ist der äußere Rahmen und innen drin haben wir als Zentrale diese Granitsäule, diesen Obelisken hier installiert, eben mit diesem, auch in einer anderen Farbe, wie Sie sehen. Das Kreuz, das Wegekreuz ist ja in rötlichem Granit, wie der Obelisk auch, und der Trauerrand ist sozusagen in dem anthrazitfarbenen gehalten, in der dunklen Farbe, und insofern denn die Obelisk soll uns im Grunde genommen, wir sagen, ein in Stein gewordener Lichtstrahl unserer Zukunft, die eben nicht in dieser traurigen Art und Weise ablaufen soll, sondern in einer frohen und gemeinschaftlichen Volkszugehörigkeit, die sich mit den anderen Völkern Europas gut versteht. Also das Kultur- und Tagungszentrum Gutmannshausen, 20 Kilometer nördlich von Weimar gelegen, also in einem sehr historischen Umfeld, ist selbstverständlich für jeden hier offen, der sich für dieses Gebäude und auch natürlich für unser Denkmal interessiert. Das ist nicht der Hauptgrund, aber jeder, der dieses Gebäude nutzen möchte für eine Feier, eine Tagung, eine Vortragsveranstaltung, egal was dann immer da ist, kann sich bei uns melden und dann müssen wir die Termine abstimmen und dann, wenn der Termin frei ist, dann ist das möglich, dass er hier seine Veranstaltung durchführt. Richtig. In den Genuss dieser Gastfreundschaft kamen auch die Besucher des zweitägigen Lesertreffens von Umwelt und Aktiv. Den Reigen der Vorträge öffnete der Geograf und Buchautor Dudo Erni aus der Schweiz, der sich mit der Überbevölkerung befasste. Die UNO gibt an für das Jahr 1950 2,5 Milliarden Menschen an. Ich habe das Buch Die Grünschwelle 2009 geschrieben und dort steht heute noch 6,8 Milliarden. Damals haben die Kollegen gesagt, Überbevölkerung, die Geburtenrate ist doch überall gesunken, ist doch kein Problem. Heute sind wir schon 7,4 Milliarden, also in wenigen Jahren sind wir schon so viele mehr. Das sind ja etwa 1,5 Millionen Menschen pro Woche Bevölkerungszunahme. Anschaulich zeigte der Referent auf, dass im Konsumverzicht allein nicht die Lösung der ökologischen Probleme liegen kann. Hier zwei Zahlenbeispiele. 10 Menschen produzieren so viel CO2 wie ein Auto. Also das heißt, mit der Atemluft produzieren die Inder so viel CO2 wie 130 Millionen Autos. Der Mensch atmet 20.000 am Tag. Wenn Sie das auf Indien anwenden, kann man sagen, wenn die Inder einmal ausatmen, entstehen 50 Tonnen CO2. Wenn in Europa Menschen auf Fleisch verzichten, um den CO2-Gehalt zu reduzieren, dann müssen sie etwa 15 Jahre auf Fleisch verzichten, um einen einzigen Atemzug der Inder zu kompensieren. Erni verdeutlichte die Notwendigkeit von Geburtenkontrolle in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Für eine kurze Frage stand er uns im Anschluss zur Verfügung. Sie haben von einer Manipulation durch Verschweigen gesprochen. Wie ist das im Hinblick auf die Überbevölkerungsproblematik gemeint? Leider hört man das Wort Überbevölkerung in der Tagesschau nie. Auch in den Zeitungen sieht man
nie etwas von diesem Problem. Täglich nimmt ja die Weltbevölkerung um 220.000 Menschen zu und das hat gravierende Auswirkungen auf die Ernährung und die Ökologie der Welt. Herzlichen Dank. Mit seinem Vortrag über das organische Weltbild wusste der Student und Leiter der 1%-Bewegung Philipp Stein das Auditorium zu begeistern. Das organische Weltbild ist der natürliche Gegenentwurf zu dem, was dieser Tage von rechts oft als westlicher Liberalismus betitelt wird. Kurz zusammengefasst, die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Das organische Weltbild sieht also Völker, Kultur, Religion, Kunst und so weiter als organisch gewachsene, historisch bedingte Einheiten an, die nicht beliebig verändert werden können. Völker sind als Beispiel etwa ein gemeinsames historisches Schicksal, der Abstammung, der Kultur und so weiter. Sie sind historisch gewachsen und eben nicht, wie es oft von linker Seite behauptet wird, konstruierbar. Sie sind nicht zufällig zusammengekommen, sondern sie sind ein Produkt der Historie. Stein warb für die Etablierung eines ökologischen Lifestyles innerhalb der Rechten, auch um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Das heißt, das werden Sie alle wissen, eine rechte Bewegung, die sich der Zukunft der Kinder verschrieben hat, wie es sich ja alle auf die Fahnen schreiben, muss zwingend ökologisch handeln und gegen den Kampf gegen die Ökonomisierung aller Lebensbereiche anstreben. Sprich, das Ziel für uns, für eine rechte Bewegung, muss es sein, einen stetigen Bewusstseinswandel des Bürgers einzuregen durch die Etablierung von Alternativen. Sprich, ich sage hier immer gerne, vorleben statt vorreden. Also nicht nur sagen, man lebt ökologisch, ja, sondern man tut es. Organisches Denken spielte auch eine Rolle in den Ausführungen der Philosophin und Publizistin Dr. Angelika Willig, die sich dabei unter anderem auf Nietzsche bezog. Nietzsche richtet sich gegen die Hinterwelten, also die sogenannten höheren Werte. Er führt alles auf die psychologischen und die biologischen Ursprünge zurück. Kultur beginnt für Nietzsche nicht bei Literatur und Theater, sondern Kultur kommt von Kollere, pflegen, bebauen, lateinisch, meint also Ackerbau und Viehzucht. Mit der Asylpolitik in Deutschland und Österreich rechnete schließlich der Wiener Kulturkritiker Dr. Walter Marinowitsch ab. Deutliche Kritik übte er dabei an der deutschen Kanzlerin. Im Vergleich dazu in der BRD, die also hier ausgesprochen niedergemerkelt wird, gibt es also keine Obergrenze. Wir schaffen das. Diese wunderbare Frau, deren S-Aussprache so eindeutig ist, nicht mal wie ihr ganzer Charakter, wir schaffen das. Die weiß also gar nicht, das heißt, sie weiß es schon, aber sie tut so, als wüsste sie es nicht, dass sie im Grunde genommen der größte Feind des Volkes ist, der Bundeskanzlerin sie da. Und in der Verkleidung der armen Flüchtlinge, jetzt ist das neue Wort endlich da, die Flüchtlinge, das sind ja so liebe, schutzbedürftige Menschen, putzig, herzig und lauter Kinder und Mütter und alte Menschen mit Grippen geht. Und wenn man einmal andere Bilder sieht, dann erkennt man 80% kräftige Menschen, die ihr eigenes Land verlassen, wo sie ja auch gebraucht würden, und die zu uns kommen und Regierung und Lügenpresse trommeln, kommt, bleibt, holt eure Familien nach. Mit dem Vortrag von Dr. Marinowitsch endete das zweitägige Treffen von Umwelt und Aktiv, das neben interessanten Vorträgen natürlich auch die Möglichkeit zu anregenden Gesprächen, der Pflege von Kontakten und geselligem Beisammensein bot. Für die STV zog Umwelt und Aktiv-Mitarbeiterin Bettina Rauch ein Fazit. Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Wir haben ein positives Gefühl. Wir hatten eine hohe Teilnehmerzahl, tolle Referenten, gute Gespräche, interessante Menschen. Und ich denke, wir sind einfach auch ein Stück weitergekommen, um dieses Thema Ökologie wieder auf konservativen, nationalkonservativen Boden zu stellen. Ja, wenn jemand Interesse hat, kann er gerne unser Heft abonnieren und erfährt dort einfach mehr Themen über Umweltschutz in Verbindung mit Heimatschutz, Identität und Kultur. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Wenn Sie Interesse an Umwelt und Aktiv haben, besuchen Sie doch einmal die Netzseite des Magazins und bestellen Sie sich ein Heft zum Probelesen. Lesen und abonnieren sollten Sie natürlich auch die Deutsche Stimme. Oder unterstützen Sie unsere Berichterstattung mit einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und denken Sie daran, Umweltschutz ist Heimatschutz. Ihre Emma Stapel.